Filmfans, herzlich willkommen zu einer neuen Kritik und heute geht es um vom Mr. Hähnchen, um CSI trifft auf Mutanten und quasi die Frage, warum hat Roger Christian nach seinem genialen Battlefield Earth und dem grandiosen Instant-Klassiker The Ark hier nicht die Regie übernommen, sondern eher ein Regiedebütant namens Lowell Dean. 13 Eerie wurde nicht nur von Roger Christian produziert, sondern auch von Dawn Carmody, auf dessen Konto unter anderem der blutige Pfad Gottes, Wrong Turn oder die beiden Silent Hill Filme gehen. 13 Eerie hat eine relativ schlichte und auch nicht sonderlich überraschende Story zu bieten. Es geht hier um ein paar junge Forensiker, so End-20er, Anfang-30er, die zusammen mit ihrem Professor sich in eben jenes gleichnamige Gefängnisgelände begeben, um dort quasi ein bisschen praktisch zu üben, sich ein Grüppchen aufzuteilen und natürlich dann den Tag abzuwarten, wer denn hier nun der beste Forensiker für die Zukunft sein könnte. Allerdings stimmt etwas mit dem Gelände nicht, denn kurz Zeit später tauchen ein paar, sagen wir es mal so, Ex-Häftlinge auf, die allerdings nicht wirklich mehr sonderlich gut aussehen und vor sich hingrunzen und auch irgendwie Hunger auf Menschenfleisch verspüren. Gut, das ist nun die Handlung dieses Films. Es ist typischer, würde ich jetzt sagen, wie in den 90er Jahren herausgekommener Direct-to-Video-Schlons. Hier ist es Direct-to-DVD-Schlons, allerdings solche, der mir wirklich sehr gut unterhalten hat. Nicht sonderlich überraschend ist, auch keine großartigen, tiefgründigen Charaktereinführungen hat. Man wird quasi in das Geschehen reingeworfen. Das liegt sicherlich auch daran, dass das Ganze ziemlich low budget ist. In Kanada natürlich kostengünstig gedreht wurde. Aber der Film hat dennoch einen gewissen Charme, einen gewissen Flair. Und Lowell Dean, ja, zelebriert quasi die 70er, 80er Horror-Filme. Und das liegt vor allem daran, dass hier alles wirklich handgemacht ist. Die Maskeneffekte, die Splatter, die Gore-Effekte, alles handgemacht. Hier sieht man so gut wie gar keinen Computer in Einsatz. Das gilt auch für die wenigen Action-Szenen. Hier wird auch wirklich alles von Hand zerlegt, zerfahren. Und was mich noch überrascht hat, ist natürlich auch der Cast. Catherine Isabel, die man aus American Mary kennt, oder den Ginger-Snaps-Film, spielt hier Megan wirklich eine sehr taffe Lady, die natürlich auch relativ verletzlich daherkommt. Dann Brandon Fair ist quasi ihr Love Interest. Den hat Roger Christian quasi von The Ark nach 13 Eerie gecastet. Dann Brandon Fletcher aus Freddy vs. Jason, aus Uwe Boyd's Rampage, aus den letzten beiden Blood Rain Filmen und so weiter und so fort. Auch eine ziemlich lange Latte an Genrefilmen. Jesse Moss aus Tucker and Dale vs. Evil, Final Destination 3. Und als große Überraschung Michael Shanks, den man natürlich aus der sehr langlebigen Stargate SG-1 Serie kennt, der auch letztens in Elysium eine kleine Nebenrolle innehatte. Ja, letzten Endes muss ich sagen, macht der Cast seine Sache gar nicht so schlecht. An dieser Stelle muss ich natürlich noch einen Darsteller hervorheben, der quasi das einzige quasi humoristische Einsprengsel in dem Film ist, und zwar ein gewisser Larry, der von Nick Moran verkörpert wird, der in Guy Ritchies Debütfilm Bube, Dame, König, Gras mitgespielt hatte, aber auch in den beiden letzteren Harry Potter Filmen. Und diese Figur ist quasi dauerbekifft und dieser Figur werden quasi, das sind die ersten Opfer, zwei leckere Händel vom Grill geklaut. Dann hatte nur noch ein Händel und er vermisst sie quasi, und das ist so der einzige großartige Gag in diesem Film, denn ansonsten geht es sehr ernsthaft zu. Der Trash-Appeal ist definitiv nicht von der Hand zu weisen, ist allerdings an dieser Stelle positiv zu erwähnen. Und insgesamt macht dieser Film eigentlich viel Spaß und bekommt von mir 7,5 von 10 Punkten. Ja, Spaß macht er nur an Cut. Die deutsche VÖ von Anolis im Vertrieb von Sony Pictures Home Entertainment kann man allerdings eher den Hasen zum Fraß vorwerfen, denn hier fehlen scheinbar gut 4 Minuten. Das heißt letztendlich, dass die 18er Fassung so gut wie gar keinen dieser wirklich gut gemachten, oldschooligen Handmade-Effekte zu bieten hat. Und in dieser Hinsicht ist ein Kauf dieser Fassung vollkommen unbrauchbar. Diese Version ist total unnütz. Wer sich den Film auf Deutsch anschauen möchte, kann sich mal ausleihen. Ansonsten wird Anolis sicherlich nächstes Jahr in Kooperation mit NSM Records sicherlich wieder auch ein 30 Euro teures Mediabook raushauen,
Was ich an dieser Stelle definitiv nicht brauche. Es ist immer wieder schade, dass hier keiner auf die Idee kam, wir gehen zu Spiel. Da wäre sicherlich eine leichte JK drin gewesen. Der Film hat definitiv seine Schauwerte, auch ein paar gewisse Härten, was die Gewalt angeht. Aber es ist kein Film, der einen nur minutenlang mit Splatter zuwirft. Und daher ist es definitiv schade, denn es ist einer der wirklich sehenswerteren Direct-to-DVD-Filme, die überhaupt für den Markt produziert worden sind. Nun ja, das war's mit einer kleinen Kritik zu 13 Eerie. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Chris.